Ich möchte euch die Velo Ergonomic Y-Scripts vorstellen. Das sind Lenkergriffe für das Fahrrad, die zusätzlich noch so ja, via Imbusschlüssel direkt an den Lenker zum Befestigen sind. Und dadurch rutschen die nicht ab. Und das ist auch bei diesen besonders wichtig, dass sie nicht rutschen, weil die haben nämlich zusätzlich noch hier, wie man sieht, eine Handgelenkauflage. Und das ist echt ergonomisch, weil dadurch nicht immer die Hand, wenn man den Lenker umgreift, so abknickt am Handgelenk, was dann zusätzlich eine Belastung ist. Diese Griffe haben um die 10 Euro gekostet und im Internet werden die ein bisschen zerrissen, dass das irgendwie nicht so gute Qualität ist. Ich persönlich muss sagen, ich fahre die Griffe jetzt selber schon mindestens über ein Jahr und finde das ganz okay. In der Mitte sehen wir in Gummi, der etwas weicher ist, gelartiger. Außen ist das ein Gummi und hier, der etwas fester ist. Und der Kritikpunkt ist, gerade hier an diesem Übergang ist das viel zu scharfkantig und irgendwie die Hand eben aufschaben oder ähnliches. Ich kann das überhaupt nicht beobachten. So sehen die Griffe aus nach einem Jahr, wenn die gefahren worden sind. Sie sind belastet und ich finde es auch ganz gut, dass hier außen noch so ein Stück ist, das fester ist. Dadurch kratzt das nicht so ab und ich kann das gegen die Wand stellen und es passiert nichts. Der Gummi selber ist okay, er ist nicht gerissen oder ähnliches. Das Einzige, was man sieht, er hat sich ein bisschen abgegriffen. Das ist natürlich logisch, wenn man täglich das Fahrrad mindestens 10 Kilometer bewegt, dann passiert sowas. Diese Griffe hier habe ich heute noch montiert. Das ist hier eine Besonderheit bei diesem Griff. Nämlich dieser Griff ist auch dazu geeignet, dass er für Drehgriffschalter ist. Deswegen ist dieser Griff nur 92 mm, während die andere Seite um die 130 mm ist. Insgesamt eine echt schöne Sache. Man sieht hier auch nochmal an diesen kleinen Löchlein, dass hier diese kleine Imbusschraube sitzt. Ich versuche das mal scharf zu bekommen. Ja, jetzt. Und damit kann man den Griff nochmal wirklich arretieren. Dazu gibt es noch hier diese Abdeckung für das Lenkerrohr. Und insgesamt muss ich echt sagen, bin ich sehr zufrieden mit den Griffen. Und ich bin jetzt gespannt. Und werde die mal jetzt hier nutzen in dieser Drehgriff-Variante. Mal sehen, was da so rauskommt.